Jo, ich begrüße euch wieder bei einer kleinen Tipps und Tricks Serie von mir. Und diesmal geht es mal um einen Selfie-Stick, den ich als Tischerl einmal ein bisschen umgebaut habe. Das Tischerl fürs Tischstativ kennt ihr schon. Video dazu kann ich gern da oben verlinken. Das ist das mit einem Viertel Zoll Hüsel drinnen. Und habt sicher wahrscheinlich schon ein Video gesehen. Da habe ich jetzt einen alten Selfie-Stick von mir gefunden. Ich habe den eigentlich eh oft verwendet, auch schon mit der Sony Action Cam. Kann man schön ausziehen. Da ist mir allerdings da oben was abgebrochen. Also von dem Sinn her nehme ich den nicht mehr. Und der hat aber allerdings unten einen Gewindeanschluss auch, also für ein Dreibein oder so. Aber ein Dreibein in der Erde wird, also auf einem Waldboden wird nicht so gut stecken. Das passt natürlich da oben vom 1/4 Zollgewind natürlich auch wieder optimal aufs Tischerl drauf. So. Und dann hat man noch einen schönen kleinen Tisch. Da kann man natürlich auch einen großen drauf geben, alles Mögliche, alles kein Problem. Und das Ganze, was ich da jetzt eigentlich nur umgebaut habe, ich habe da irgendwann einmal, habe ich mir in einem Video ein paar so Holzhering gebastelt. Die habe ich mir da ein bisschen übers Feuer angeheizt, über den Solostof, dass die ein bisschen härter werden da unten. So, da bin ich jetzt hergegangen und habe ein Loch reingebohrt. Und ich habe noch so Gewindstangen, also nicht Gewindstangen, so Rändelschrauben waren das, die waren mit einem längeren Gewind. Ich kann euch einen Link da einfügen oder unten, wo man die kriegt, oder ich schaut euch selber, wo es ein Viertel Zoll Schrauben kriegt, so mit 35 lang. Die ist auch so in etwa komplett 35 lang, da steht ca. 1 cm raus. Da habe ich mir ein Loch reingebohrt, habe es halbwegs reingedraht, dass ich das Holz halt nicht spreng. Fuhrbord, Holz reingedraht, ins Holz reingedraht, dann wieder raus, habe dann an zwei Komponentenkleber rein, habe es dann einmal reingedraht und habe es jetzt eigentlich fix eingeklebt in dem Sinn. Ja, wie gesagt, das ist dann das, der Gewindstift da drinnen. Hülsenstangel, nein, Stangel, Gewindstangel eigentlich. Das kann ich dann da unten rein dran. Und somit habe ich quasi einen schönen Erdspieß, den was ich auch wunderbar in die Erde stecken kann. Da drauf kommt dann wieder mein Tischerl. Und ich habe eigentlich ein zweites Tischerl, was ich jetzt in letzter Zeit auch wieder gern verwendet habe. Klar, je tiefer man den einrandt, desto besser steht das Ganze. Ich habe das in etwa 17 cm, ist wurscht. Ich sage einmal mindestens 10, 12 auf alle Fälle, wenn der Boden nämlich locker ist, dass es ordentlich damit reinkommt. Und dann könnt ihr auch ohne weiteres das Tischerl mit der 1/4 Zoll Hülsen genauso verwenden. Ja, Freunde, das wollte ich euch nur gar sagen. Wenn man vielleicht habt ihr ein altes Selfie-Stick um eine Dummkugeln, dann könnt ihr euch den natürlich jederzeit so umbauen und habt einen zweiten Tisch oder überhaupt erst einen, wenn ihr noch gar keinen habt. Ja, Freunde, das war es auch schon wieder. Ich will das Ganze gar nicht mehr in die Länge ziehen. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Und wer es nachbauen will, ist natürlich herzlich dazu eingeladen. Für das zeige ich das Ganze. Ciao, Freunde!